kapalı bir şekilde rakibini yine sol direkler yoklayarak bir sağ direk boşa geliyor. Musa. Musa Askan, The Boy Yama geht es in die nächste Runde. Er ist amtierender Eurasien-Champion. WBF International, ein Schwergewichtstitel. Er kämpfe. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Irgendwann kommst du an deinem Leben an einen Punkt, da wo einfach alles so tief geendet ist. Da wo du dann sagst, du pass auf, jetzt muss ich was tun. Ja, wir sind Jungs von der Straße. Wir mussten uns immer durchsetzen. Aşı meselesindeki son gelişmeler böyleydi. Ama önemli olan ya, also hier in der Wohnung bin ich groß geworden mit meinen drei Brüdern noch zusammen. Waren sehr schöne Zeiten und es ist auch immer wieder schön nach Hause zu kommen. Mama, Papa, die ganze Familie ist hier noch. Also wir wohnen zwar natürlich nicht mehr alle zu Hause, aber es ist natürlich immer wieder schön. Wir treffen uns hier zum Frühstück mal sonntags oder zum Essen. Es ist halt Mama, ne? Mama ist immer schön. Es ist immer schön zurückzukommen. Also mein Bruder war immer ein cooler Bruder, ist ein super Typ, war immer ein Abi für uns. Nicht nur für uns, für auch alle anderen, die ihn gebraucht haben. Ja, als kleiner Bruder von Musa zu sein, war, man hat sich schon cool gefühlt in seiner Jugendzeit, weil von Musa hat man viel gehört. In München hat er einfach einen Warm gehabt und man hat halt einen Welpenschutz gehabt. Bevor er mich kannte, kannte ich ihn von seinem Ruf. Sein Ruf eilt ihm natürlich damals schon voraus. Ja, ich habe bis zu meinem 20. Lebensjahr habe ich hier in dieser Wohnung gelebt und bin dann ausgezogen. Für türkische Verhältnisse, denke ich, bin ich schon sehr früh ausgezogen. Das war aber auch der Grund. Wir haben schnell gelebt, viel unterwegs gewesen, Nachtleben viel. Da wollte ich meine Familie natürlich nicht auch mit einbeziehen. In diese ganzen Sachen, was wir da gemacht haben, das wollte ich von meinen Eltern, von meinen Brüdern fernhalten. Ja, es lief am Anfang auch alles super. Geld, Frauen, Nachtleben, hat auch alles super funktioniert. Aber irgendwann mal ist mir das alles zu Kopf gestiegen. Ne? Da war ich anscheinend zu schnell. Da hat der Vater statt dann gesagt, okay, jetzt machst du mal eine kleine Pause und haben mich dann weggesperrt. Ne? Mein Bruder war im Gefängnis eine Zeit lang und er musste sich halt für zwei Wege entscheiden. Entweder halt den geraden Weg oder er geht halt weiter den vorherigen Weg, den er vorher gemacht hat. Ja, im Haft hat man ja viel Zeit zu überlegen, zu denken. Und ich habe mich dann drin entschieden, dass ich einen Neustart wieder mache. Und ja, nachdem ich raus bin, habe ich jetzt dann auch nicht mehr lange überlegt, sondern habe meinen Plan durchgezogen, habe meine Sachen gepackt und bin einfach in die Türkei für einen Neustart erstmal. Nach der Gefängnisgeschichte ist er dann irgendwann mal wieder angefangen zu boxen. Und ich habe halt am Anfang gedacht, das ist vielleicht ein Monat hält, drei Monate hält, so ein bisschen die Lust wieder nach dem Gefängnis. Aber dann habe ich halt gesehen, dass er wirklich teilweise 20 Kilometer mit dem Fahrrad ins Training gefahren ist. Und dann habe ich mir schon gedacht, also da ist was dahinter und hat mich das dann sehr interessiert, dass mein Bruder natürlich wieder zurück in den Ring kehren will. Zurück in die Ringe nach dem Gefängnis. Daran hat natürlich gar keiner geglaubt an ihn, ist klar. Das war natürlich für uns im Managementbereich und im Promotionbereich sehr schwierig, weil im Boxgeschäft dreht sich leider nur um Geld. Im Profiboxen geht es nur um Geld und nichts anderes. Nach den ersten ein, zwei Kämpfen habe ich gesehen, dass ich da immer noch mitmischen kann. Dritter Kampf, vierter Kampf, fünfter Kampf. Dann habe ich irgendwann mal die Gelegenheit bekommen, von der WBF und von der GBU, um den Eurasia-Titel zu boxen. Das haben wir dann auch gemacht in Istanbul. Da habe ich meinen Gegner in der 600 K.O. geschlagen und bin Eurasia-Champion geworden. Antrenörü, sporcusunun çok fazla ezdirmek istemediği için havluyu atarak maçtan aldı. Maçı kazanan kırmızı köşede Musa Askan Yaman. Ich bin wieder auf den geraden Weg gekommen, mache meinen Sport wieder, bin erfolgreich in meinem Sport und im Moment bin ich glücklich, ja. Wir haben uns in der 5. Klasse kennengelernt. Da waren wir 13. Seitdem sind wir zusammen.
Ja, den Lempi haben sie dann irgendwann in der 8. Klasse, haben sie uns getrennt. Ja. Die haben ihn auf eine andere Schule geschickt, weil wir einfach zusammen zu viel Mist gebaut haben. Zu viele Verweise. Haben sie mich entfernt quasi. Ja. Wo wir damals hier, wir wollten hier pennen bei dir, dann sind wir zu spät gekommen. Ach so, ja, okay, das ist eine gute Geschichte. Also ja. Dein Vater hat sie nicht reingelassen, sind wir draußen gestanden im Schnee. Ja, ja. Mit BMX sind wir da rüber gefahren. Nach Fröttmanning. Nach Fröttmanning. Ja. Um 1 Uhr in der Nacht oder 2 in der Nacht. Wohin sind wir gefahren? Zum Dino. Zum Dino, ja. Schön ins Aslantenheim. Im Aslantenheim haben wir übernachtet. Aber gepennt, ja. Ja, haben dann da übernachtet. Ja. Ja, mein Bruder ist bei jedem Kampf dabei, immer. Ja, immer in meiner Ecke. Ja, ich verfolge ihn immer, ist klar. Aber wenn ich kommen kann, komme ich, egal wohin. Ich bin auch nach Köln gefahren, geflogen sozusagen. Ja. Und ja, sogar durchgemacht. Zuerst noch in Peins gewesen und dann schön auf Bandier drüber geflogen. Ja, auf den Kampf habe ich mich mit meinem guten Freund Burak Bozkurt, da kennen wir uns auch schon sehr, sehr lange, auch einer von meinen Münchner Jungs. Mit ihm habe ich mich auf den Kampf vorbereitet, beim BB-Boxing. Burak war natürlich für mich auch mental als Person, als Freund, auch eine Stärkung. Meint Bewegung mit. Genau, komm mit mir mit. Weiter meiden. Oh. Ja, hier haben wir jetzt immer Fußball gespielt, haben uns nach der Schule getroffen, wir haben mal gekickt, wir haben uns auch mal aufs Maul gehauen, ja, mit den Jungs, hier war halt alles. Ja, ja. Ja, ja. Ab und zu mal einen durchgezogen. Ja. Ja. Da lacht er wieder. Standard. Das war halt das, was wir gut können. Ja, wir sind Jungs von der Straße, wir haben uns schon immer geprügelt, wir mussten uns immer durchsetzen. Deswegen war Boxen eine gute Option, um aus dem Ganzen herauszukommen. Ja, Bruder, sonst bist du fit, oder? Bruder, ich bin fit. Gute Vorbereitung gehabt. Okay. Gewicht passt auch. Einigermaßen. Ja, morgen ist ja Waage, oder? Morgen ist Waage, Bruder, ja. Ja, das heißt, kein McDonald's mehr heute, gell? Bruder, ich schon seit 3 Monaten. Aber morgen nach der Waage dann, Bruder. Dann okay, gib mir Gas. Dann kannst du rein, Bruder. Gibt's erstmal geile Fels. Yeah, gotta keep on moving no matter how hard it gets. Yeah, better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick but I'm harder than all it is. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. Ich habe meinen Gegner natürlich vor dem Kampf haben wir den natürlich analysiert, Videoanalysen gemacht. Wir wussten, dass ein sehr starker Mann ist. Natürlich waren wir sehr aufgeregt, weil dieser Mann im Endeffekt 100 Amateurkämpfe hat, 56 Profikämpfe, wovon er 43 gewonnen hat. Und ist klar, man macht sich viele Gedanken, weil das ist kein unerfahrener Mann, das ist auch nicht irgendjemand, der mit 10 Kämpfen hat und davon was. Der hat schon in Las Vegas geboxt. Und ich habe ihn davor auch noch nie gesehen, also Live-Kämpfen habe ich ihn nicht gesehen. Das erste Mal habe ich ihn auf der Waage gesehen. Man will den anderen ein bisschen imponieren. Deswegen bin ich auch da ein bisschen so auf die Waage gegangen, um ihm zu zeigen, ich bin hier, ich habe keine Angst vor dir. Das war wichtig, das war wichtig. Bei vielen Jungs weiß ich, dass sie die Nacht vor dem Kampf keinen guten Schlaf haben. Ist mir auch schon mal passiert, früher natürlich, aber inzwischen schlafe ich wie ein Stein, ich habe da gar keine Probleme. Ich gehe ins Bett und stehe auf und bin fit. Später werden wir noch ein bisschen anschwitzen, danach gibt es ein gutes Mittagessen, dann werde ich ein bisschen schlafen und dann geht es auch schon in die Halle.
absetzen. Dann innen durch, vorne greifen. Und hier vorne, Knie hoch. Drück nach hinten so weit wie möglich. Ab Maximum. Dehn dich nach vorne. Hüfte vor. 7. Bist du auf Maximaldehnung? Ja. 6. 2. Knie absetzen. Setz dich auf den Po. Kampfabend selber auch mit Musa in seiner Kabine haben wir uns viel Ideen, wir haben uns gestretched, wir haben uns locker entspannt warm gemacht, wir haben genug Zeit gehabt. Es gab an dem Abend auch ein, zwei K.O.s, dann mussten wir ein bisschen vorziehen, dann haben wir das Aufwärmtraining natürlich ein bisschen härter gestaltet und ein bisschen schneller gestaltet. Trotzdem blieben wir aber wahnsinnig ruhig und wir waren beide im Einklang und ich wusste, das ist sein Abend. Wir waren uns davon fest überzeugt, dass wir sehr gut vorbereitet sind, alles richtig gemacht haben und sehr viel Hunger hatten, nach 8 Monaten Wartezeit wieder in den Ring zu steigen. Und so haben wir das Ganze dann angepackt. Okay, Musa, ich brauche dir nicht viel über Regeln erzählen, das weißt du alles. Ne? Was ich nicht sehen möchte, sind Kopfstöße, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ne? 3 Leute nur in der Ecke, nicht mehr. Wenn da viele sind, schicke ich die weg. Darf ich einmal deine Bandagen sehen? Wie? Wenn die Minute kommt, in der mein Bruder dann drankommt, ist es für mich wirklich sehr schwierig. Es ist eine Freude dabei, dann ist so ein bisschen Angst dabei. Ich habe auch volles Vertrauen in meinen Bruder. Ich weiß, dass er, wenn er zuschlägt, dass dann Zug eintrifft. Geht los. Wir haben uns abgetastet. Runde 1 habe ich das eigentlich noch nicht so einschätzen können, weil man auch von diesem Gegner ja gehört hat. Ja, dann zweite Runde. Ich merke schon, dass der Puls hochgeht. Der Gegner wird schneller. Auch, muss man ehrlich sagen, den Gegner ein bisschen unterschätzt. Er hat sich wahnsinnig schön bewegt, hat gute Kombinationen schlagen können. Ab der 4., 5. Runde haben wir den Druck ein bisschen erhöht. War nicht leicht zu boxen, hat sich viel bewegt. Schwierigen Stil gehabt, womit ich nicht gut klar gekommen bin. Technisch ist es ein bisschen schwer gewesen gegen einen, der wirklich kein Ziel bietet. Deswegen haben wir gesagt, brechen wir mit Härte durch. Unterstützt euren Boxer! Betreuer verlassen bitte den Ring. Auf geht's, Runde 7. Unser Plan war sowieso, bis zur 10. Runde, Runde um Runde den Druck zu erhöhen. Weil wir, denke ich, konditionell stärker waren. Ja.
siebten Runde hat er sich dann verletzt am Arm. Kampfgeist hat der Kollege aus Weißrussland bewiesen. Er hat mit der anderen Hand trotzdem weitergeschlagen. Das war unglaublich. Die ganze Zeit so. Er wollte diesen Titel auch unbedingt. In dem Moment, wo der Gegner aus Weißrussland abbrechen musste, ich wusste, ich bin jetzt WBF International Champion. Es wäre natürlich besser gewesen, wenn er einen schweren K.O. geschlagen hätte. Hätte uns mehr Spaß gemacht, aber mein Sieg eingefahren ist auch eingefahren. Deswegen, alles andere zählt nicht. Wir kommen zum offiziellen Urteil. WBF Internationaler Halbschwergewichtsmeister. Durch TKO in der achten Runde. Musa Askan, The Boy Yamag! Better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but